Gratulieren! Prost, Anna, alles Gute und danke dir für alles. Im Küssen bist du einsame Spitze. Ja, mehr kann man im Alter nicht verlangen. Das ist aber eine ganz besonders reizende Geburtstagsanmerkung. Ich meine natürlich in meinem Alter. Prost, Anna, sollst leben. Und behalt mich, solange du mich aushältst. Ignorieren, einfach ignorieren. Komm, setzt euch doch, wir lassen uns doch den Abend nicht kaputt machen. Vielleicht was Wichtiges. Gibt's im Moment was Wichtiges als das hier? Ich meine ja bloß. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Jetzt ist Feierabend. Lieber Köster. Nein, Herr Köster, ist nicht. Augenblick bitte. Tut mir leid. Ja, mir auch. Köster. Ausgerechnet heute. Bitte? Ich habe laut gedacht. Ich habe gesagt, ausgerechnet heute. Wie ist die Adresse? Ja, ist gut, ich komme hin. Hermann, den bringe ich mit. Ja, der ist auf einer Geburtstagsparty. Der wird sich freuen, ja. Dankeschön. Dass Frauen immer so neugierig sein müssen. Ich warte, bis du zurück bist. Ja, dann schläfst du schon und ich bin müde. Das ist ganz schön traurig. Sie haben noch mehr Geburtstage. Tja. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend, Herr Köster. Die Tote wurde vom Mörder wahrscheinlich überrascht. Das Badezimmer war von innen verriegelt. Die Schüsse wurden von hier, vom Schlafzimmer aus abgegeben. Da, durch die Scheibe. Hier. Vermutlich die Tatwaffe. Sie lag hier am Boden. Wer ist denn die Frau? Sie heißt Laura Mattis. Das hier ist der Hausmeister. Kommt mit meinem Namen. Und Frau Mattis allein hier? Ja. Sie ist nicht verheiratet? So viel mehr Bekanntes? Nein. Hat sie irgendjemanden, den wir benachrichtigen können? Ich kenne nur den Wohnungsinhaber. Der wohnt aber nicht hier. Der kommt nur so ab und zu mal vorbei. Hier in die Wohnung? Ja. Wie heißt denn der? Der Herr Dr. Berger, der ist auch der Hausbesitzer. Haben Sie seine Adresse? Ja, unten in meiner Wohnung. Ich kann gleich raufholen. Nein, warten Sie, ich komme mit Ihnen runter. Ich wollte Sie sowieso noch was fragen, ja? Kommen Sie. Guten Tag, Herr Dr. Berger. Ja, bitte? Mein Name ist Köster. Kann ich Sie in den Augenblick sprechen? Ja, muss das jetzt sein? Sie sehen, ich bin mitten... Ja, ich wäre Ihnen dankbar, wenn es jetzt sein könnte. Nehmt schon mal die Werte auf. Ja, bitte, gehen wir da hinein. Also, was kann ich für Sie tun? Herr Doktor, Ihnen gehört das Apartmenthaus im Faunweg 12. Ja. Und Sie besitzen auch noch eine Wohnung in dem Haus. Richtig. Und in der Wohnung wohnt eine Frau Laura Mattis. Ja. Kommen Sie öfter in die Wohnung zu Frau Mattis? Ich verstehe zwar den Sinn Ihrer Frage nicht. Aber ja, warum? Darf ich Sie fragen, wann Sie zum letzten Mal dort waren? Das dürfen Sie. Ich war gestern Abend bei ihr. Wissen Sie noch die Uhrzeit? Etwa gegen 10. Würden Sie mir auch sagen, wie lange Sie dort waren? Etwa eine Stunde, so genau weiß ich das nicht mehr. Ich pflege meine Besuche nicht mit der Stoppuhr zu kontrollieren. Oder tun Sie sowas? Nein, meistens nicht. Herr Kommissar, oder was immer Sie auch sagen mögen, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre mehr als eigenartigen Fragen beenden würden und konkret sagen, was Sie von mir wollen. Gern. Nur noch eine Frage. Wann genau haben Sie die Wohnung von Frau Mattis gestern Abend verlassen? Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass ich etwa eine Stunde bei ihr war. Nun hören Sie mal zu. Ich kann Frau Mattis besuchen, wann und wie lange ich will. Ich glaube nicht, dass das die Polizei etwas angeht. Dr. Berger, ich bin von der Mordkommission. Sie können Frau Mattis nicht mehr besuchen. Sie ist tot. Nein. Erschossen. Und zwar etwa zu dem Zeitpunkt, an dem Sie gestern Abend bei ihr in der Wohnung waren. Darum wollen wir wissen, wann Sie die Wohnung verlassen haben. Ich nehme nicht an, dass sie schon tot war, als sie hinkam. Wir suchen den Täter, Herr Doktor. Und da Sie zur Tatzeit in der Wohnung... Das ist doch Wahnsinn! Laura, ich meine, Frau Mattis lebt natürlich noch, als ich wegging. Wir haben uns sogar für heute verabredet. Haben Sie eine Pistole, Kaliber 7,65? Ja. Sie wurde mir vor ein paar Tagen aus dem Wagen rausgestohlen. Ich habe sie immer im Handschuhfach. Wenn ich nach Hause komme, dann nehme ich sie raus. Haben Sie das gemeldet? Nein, noch nicht. Herr Doktor, ich muss Sie bitten, sich zu weiteren Vernehmungen zur Verfügung zu halten, ja? Ja, ja, bitte. Ist doch ganz selbstverständlich. Sind Sie verheiratet, Herr Doktor? Ja. Weiß Ihre Frau von den Besuchen bei Frau Mattis? Nein. Dankeschön.
Was für einen Eindruck macht denn dieser Berger? Könnte er in Frage kommen? Jedenfalls behauptet er, dass die Mattis noch gelebt hat, als er wegging. Köster, der Mann ist verheiratet, hat in einem Haus, das zwar ihm gehört, in dem er aber nicht wohnt, eine Wohnung. Und dort wohnt die Mattis, die er oft besucht. Da können Sie doch an den fünf Fingern abzählen, dass die beiden ein Verhältnis haben oder hatten. Ja und? Ist es verboten? Herrgott, Köster, der Mann ist doch nicht astrein, sowas riecht doch einfach schlecht. Herein. Der Obduktionsbefund. Frau Mattis war im dritten Monat schwanger. Na bitte, mein Geruchssinn. Damit ist der Mann doch eindeutig belastet. Würden Sie als Täter freiwillig zugeben, zur Tatzeit in der Wohnung gewesen zu sein, wenn Sie genau wüssten, dass Sie niemand gesehen hat? Als Täter natürlich nicht. Ich würde mich doch nicht selber belasten. Sehen Sie, Dr. Berger hat aber zugegeben, zur Tatzeit in der Wohnung gewesen zu sein. Also, ist er der Täter? Wenn Sie es nur immer recht kompliziert machen können. Ja, einfach ist es leider nicht. Herr Doktor, Sie wissen, dass Sie mir keine Fragen zu beantworten brauchen, die Sie eventuell selbst belasten. Ja, das ist mir klar. Bitte fragen Sie, ich werde Ihnen antworten, was ich weiß. Danke. Wie lange kennen Sie Frau Mattis? 4 Monate. Kannten Sie sie schon, bevor sie die Wohnung in Ihrem Haus bezog? Ja. Wie haben Sie sie kennengelernt? Wir flogen in der gleichen Maschine von London nach München. Sie saß zufällig neben mir. Wir kamen ins Gespräch und dabei erfuhr ich, dass sie in München eine Wohnung sucht. Sie war mir vom ersten Moment an, wie soll ich sagen, ungeheuer sympathisch. Ich glaube, ihr ging es umgekehrt genauso. Noch am selben Abend sind wir zusammen essen gegangen. Und von da an haben wir uns fast jeden Tag getroffen. Es war eine unbeschreiblich schöne Zeit. Meine Frau wusste nichts davon. Aber ich glaube, Sie kennen solche Geschichten zur Genüge. Ich bin 20 Jahre verheiratet. Ich liebe meine Frau. Aber ich liebte auch Laura. Wusste Frau Mattis, dass Sie verheiratet sind? Ja, natürlich. Wie hat sie das Problem bewältigt? Das war ihr egal. Wann ist Frau Mattis in das Haus eingezogen? Vor 2,5 Monaten. Wissen Sie, ob sie außer Ihnen dort noch andere Besucher empfangen hat? Freunde, Verwandte? Angehörige? Nein, sie lebte völlig zurückgezogen. Ihre Eltern haben in London gelebt. Sie sind beide tot. War sie beruflich tätig? Ja, als Übersetzerin und Dolmetscherin für verschiedene Industrieunternehmen. Ich darf davon ausgehen, dass Frau Mattis ihre intime Freundin war. Ach Gott, was denn sonst? Wussten Sie, dass sie ein Kind erwartet? Ein Kind? Ja, sie war im dritten Monat. Das hätte sie mir doch gesagt. Nehmen wir mal an, sie hätte es Ihnen gesagt und Sie hätten es gewusst. Wäre das ein Grund gewesen, Frau Mattis umzubringen? Wenn Sie, ich habe es nicht gewusst. Das wäre doch noch lange kein Grund, sie umzubringen. Oh, ein Motiv gäbe es. Ihre Frau. Nur wenn Sie es nicht waren, wer dann? Das festzustellen, ist doch wirklich nicht meine Aufgabe. Ist das Ihre Pistole? Ja. Woher haben Sie die? Aus der Wohnung von Frau Mattis. Wie kommt die da hin? Ich weiß es nicht, Herr Doktor. Wissen Sie es? Oh, das Besuch. Guten Tag. Guten Tag. Würdest du uns noch einen Augenblick allein lassen? Nicht? Ich habe noch etwas zu besprechen. Bin schon weg. Ist Vera zu Hause? Nein, sie kommt später. Sie wollte noch Besorgungen machen. Mein Sohn. Genauer gesagt, mein Stiefsohn. Etwas interessiert mich noch, Herr Doktor. Bitte. Das Apartmenthaus ist doch ein Millionenprojekt. Gehört Ihnen das allein? Nein, in der Hauptsache meiner Frau. Danke. Darf ich Ihnen einen guten Rat geben, Herr Doktor? Sagen Sie Ihrer Frau die ganze Wahrheit. Besser Sie sagen sie, als dass es durch jemand anders erfährt. Was werden Sie unternehmen? Da Sie mir sagen, Sie waren es nicht, muss ich eben den Täter weitersuchen. Wenn Sie dazu noch etwas wissen, rufen Sie mich bitte an, ja? Wiederschauen, Herr Doktor. Oliver sagte, du hattest Besuch heute Mittag. Wer war's denn? Bitte? Ich habe dich gefragt, wer dich heute Mittag besucht hat. Störe ich? Nein, nein, komm, sitz zu uns. Es war ein Herr von der Polizei, von der Mordkommission. Was wollte er? Auch die üblichen Recherchen. Welch Näheres über Frau Mattis war es, was sie beruflich machte, welchen Umgang sie hatte. Woher sollst du denn das wissen? Ja, das frage ich mich auch. Woher sollst du das wissen? Also ich dachte noch völlig im Dunkeln.
Darum ist jeder Hinweis wichtig. Sollen Sie doch die Mieter fragen oder den Hausmeister. Was geht dich das an? Herrgott, ich kann doch nicht einfach sagen, das interessiert mich nicht. Oder würdest du das sagen? Hier ist ja letzten Endes ein Mord passiert. Schönen Abend noch. Werner, was ist los mit dir? Ich merke seit Tagen, wie diese Sache dich gewinnt. Diese Frau ist ermordet worden, das ist schrecklich. Aber was hat das mit dir oder mir zu tun? Guten Abend, Herr Campbell. Nein. Ich möchte nicht, dass Sie sich jetzt aufregen oder anstrengen. Was ist denn passiert? Da ist jemand heute Abend aus der Wohnung von der Frau Mattis gekommen. Ich habe ihn nicht sehen können, weil ich doch die Beleuchtung repariert habe. Ich habe nur seine Beine gesehen. Aber er kam aus der Wohnung von der Mattis. Das haben Sie gesehen? Ja. Ich habe ihm sofort zugerufen, was machen Sie da in der Wohnung? Da ist er weggerannt. Nun, und ich gleich hinter ihm her. Und da war es auch schon passiert. Es tut mir wirklich sehr leid. Ja, ich habe mir halt gedacht, das ist wichtig für Sie. So ein fremder Mensch in der Wohnung, wo die doch von der Mordkommission versiegelt war. Das ist sogar sehr wichtig für uns. Ob der Mann älter oder jünger war, das können Sie nicht sagen. Der muss jung gewesen sein. So wie der gerannt ist. Ich möchte Sie jetzt nicht länger stören, Herr Campbell. Nochmals vielen Dank und gute Besserung. Hallo, Herr. Warten Sie noch. Ja, was ist denn? Der Mann, der hat weiße Schuhe getragen. Weiße Schuhe? Ja, so wie Tennisschuhe oder so ähnlich. Ah ja, danke. Frau Campbell, Ihr Mann hat eine so wichtige Aussage gemacht. Wenn Sie auch was wissen, dann sollten Sie uns das sagen. Bevor Frau Mattis oben einzog, da stand die Wohnung monatelang leer. Sie sollte möbliert vermietet werden, aber da fand sich wohl kein Mieter. In der Zeit kam dann aber öfter Frau Berger mit einem Herrn. Vielleicht ein Interessent, ich weiß es nicht, aber meinem Mann und mir fiel nur auf, dass sie so oft kamen. Und dann stundenlang blieben. Ja, ja, ja. Können Sie den Herrn beschreiben? Ja, ja. So Mitte 30, sportlicher Typ. Zeig mal das Bild. Könnte es der gewesen sein? Ja, das ist der Herr. Das ist ganz sicher, da gibt's keinen Zweifel. Nein, da bin ich ganz sicher. Gut, Frau Kamp, ich danke Ihnen schön. Wir gehen nochmal nach oben. Wiederschauen. Wiedersehen. Das Schloss ist unbeschädigt, also muss er einen Schlüssel gehabt haben. Was aber noch lange nicht beweist, dass er auch der Täter ist. Dr. Berger? Ach was. Der Hausmeister hat dir doch gesagt, der rannte wie ein Junger die Treppe runter. Berger ist 55. Außerdem kann ich mir nicht vorstellen, dass der nachts mit Tennisschuhen rumrennt. Nehmen wir mal an, der Täter und der Mann, den Campbell überrascht hat, sind identisch. Ja, und? Wir haben doch nicht feststellen können, dass die Mattis bestohlen wurde, was der Täter nach der Tat ja leicht hätte tun können. Wieso kommt er also nochmal zurück? Er könnte doch etwas suchen, was er in der Mordnacht nicht gefunden hat. Wenn du mir sagst, was, dann sind wir ein schönes Stück weiter. Wer hat ein Interesse, so ein Mädchen umzubringen? Dr. Berger. Vielleicht hat er den Skandal doch mehr gefürchtet als einen Mord. Vera Berger aus Eifersucht. Vielleicht hat sie von dem Verhältnis ihres Mannes was gewusst. Oliver Berger. Rächt seine Mutter, indem er die Geliebte des Vaters erschießt. Das hat schon gegeben. Bernd Hartog, der durch einen Mord Berger belastet und sich selbst den Weg freimacht zu Vera Berger und zu ihrem Geld. Das hat es auch schon gegeben. Oder vielleicht, guck mal an, der große Unbekannte. Genua, Mai 1977, Urlaub mit Carlos Girotti. Ja, bitte? Nein, Frau Mattis ist nicht da. Die Übersetzung, da kann ich Ihnen leider nichts sagen. Mit wem spreche ich denn? Ah ja, wie ist denn die Adresse der Firma? Einen Moment, danke. Ja, mein Name ist Köster. Ich komme in einer halben Stunde mal bei Ihnen vorbei. Ich möchte mal mit Ihrem Chef sprechen. Ja, danke. Das ist die Firma, für die Mattis die Übersetzung gemacht hat. Die sollte sie gestern abliefern. Ich fahre mal dahin. War Frau Mattis fest bei Ihnen angestellt? Nein, sie war freiberuflich bei uns tätig. Als Übersetzerin. Ach, da gibt's doch sicher viele. Warum haben Sie sich gerade für die Dame entschieden? Ihr Spezialgebiet war die Elektronik. Da gibt's nicht viele. Seit wann arbeitet sie für die Firma?
Und war seit 2 Monaten. Hat sie sich bei ihm beworben? Ja. Es ist ein Vertrauensposten. Wir haben es nicht gerne, wenn die Konkurrenz uns in die Karten sieht. Mit anderen Worten, Sie haben über Frau Mattes Erkundigungen eingezogen, bevor Sie sie beschäftigt haben. Ja, außerdem wurde sie mir empfohlen. Wenn es Ihre Neugier befriedigt, will ich Ihnen den Namen gerne nennen. Es ist Dr. Werner Berger, Präsident von meinem Tennisclub. Leitender Versuchsingenieur. Ach, Sie kennen ihn. Ja, flüchtig. Dr. Berger muss Frau Mattes aber doch sehr lange und sehr gut gekannt haben, wenn sie ihn als so vertrauenswürdig empfohlen hat. Ja, er kannte sie über ein Jahr. Sie lebte in London, arbeitete in derselben Branche. Aber sie wollte unbedingt nach Deutschland zurück. Danke, Herr Doktor. Wenn Sie jetzt irgendwelche Fragen hätten. Frau Mattes sollte gestern eine Übersetzung abliefern, die für uns termingebunden war. Sie kam nicht. Meine Sekretärin rief an und Sie waren am Apparat. Ja, Frau Mattes konnte nicht mehr am Apparat kommen. Sie war tot. Sie ist erschossen worden. Ich nehme an, dass Ihre Sekretärin zu Frau Mattes laufenden Kontakt hat, Herr Doktor. Darf ich ihr ein paar Fragen stellen? Hoffenkammer? Ja. Bitte. Leider wissen wir noch nichts über den Täter, über sein Motiv. Es wäre daher gut zu wissen, ob Sie durch Ihren beruflichen Kontakt zu Frau Mattes Näheres sagen können. Na, ich könnte mir vorstellen, dass es zwischen zwei Damen über den beruflichen Konnex hinaus doch auch mal zu ein paar privaten Bemerkungen kommt. Ich sagte ihr mal, dass ich sie beneide, weil sie immer so einen ausgeglichenen, fast heiteren Eindruck mache. Und da sagte sie mir, sie müssen sich eben auch verlieben. Ich fragte sie, sind Sie denn verliebt? Da sagt sie, ja, ich habe einen Mann kennengelernt, mit dem ich sehr glücklich bin. Hat sie gesagt, wer das ist? Nein, sie sagte nur, leider ist er noch verheiratet. Einmal erwähnte sie auch, dass sie sehr froh darüber wäre, wieder in Deutschland zu sein. Hat sie gesagt, warum? Wohl wegen ihrer Eltern. Sie freute sich, dass sie die jetzt öfter besuchen könnte. Wann hat sie Ihnen das gesagt? Erst vor kurzem noch. Wir haben eine Information, dass die Eltern beide tot sind. Sie sollen in London gelebt haben. Aber das stimmt doch nicht. Ihre Eltern leben in Köln in einem Altersheim. Vor 14 Tagen war sie noch dort. Ich glaube, St. Marien oder so ähnlich heißt es. So. Frau, ich danke Ihnen schön. Sie haben mir sehr geholfen. Wieder schon, Herr Doktor. Eine Bitte noch. Herr Köster, könnte ich die Unterlagen, die noch in der Wohnung von Frau Mattes sind, zurückbekommen? Ich möchte verhindern, dass sie in falsche Hände geraten. Ja, aber selbstverständlich. Ich schicke einen Kollegen, der mit Ihrem Beauftragten zusammen in die Wohnung geht. Wieder schon, Herr Doktor. Danken Sie. Er hat mir alles erzählt, wie es angefangen hat und wie er zum Schluss nicht mehr ein nach aus wusste. Es klang alles sehr glaubhaft. Ich glaube sogar, dass er nicht der Vater des Kindes ist. Dann glaubst du auch, dass er nicht der Mörder ist? Er kann es nicht sein. Hast du ihm gesagt, dass du längst Bescheid gewusst hast über ihn und diese Mattes? Nein, das hätte ihn vielleicht beschämt und das wollte ich nicht. Nicht in dieser Situation. Warum fragst du? Mir hast du gesagt, dass du sie nicht gekannt hast. Für die Polizei könnte das ein Mordmotiv sein, wenn sie erfahren, dass du davon gewusst hast. Du hast genauso wenig Mut, so etwas zu stehen wie dein Mann. Ihr beide lebt lieber mit euren gottverdammten Lügen nebeneinander her. Ich verbitte dir, so zu reden. Jeder von euch beiden fühlt, dass mit dem anderen was los ist. Aber keiner hat den Mut, darüber zu reden. Der eine, weil er Angst hat, etwas zu verlieren, was er glaubt zu besitzen. Der andere, weil er nicht die Kraft hat, etwas zu opfern, was ihm längst nicht mehr gehört. Du bist zwar ein fabelhafter Liebhaber, und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die das festgestellt hat. Aber von der Ehe hast du keine Ahnung. Wenn du so ein rigoroser Anhänger des Entweder-Oder bist, warum bist du dann nicht längst zu Werner gegangen und hast ihm erzählt, was zwischen uns war? Entschuldige, ich bin schließlich mit ihm befreundet. Das Ehepaar gegenüber hat in der fraglichen Nacht keine Wahrnehmung gemacht. Aber sie wollen gesehen haben, wie die Mattes einige Male von einem Mann besucht wurde. Dr. Berger natürlich. Nein, der soll jünger gewesen sein, ein Italiener. Ach, woher wollen Ihnen wissen, dass er ein Italiener war? Sie sagten, er hätte Sie mal mit Buongiorno begrüßt. Sie haben dann noch gewartet, bis die Türe aufging und gehört, wie die Mattes ganz aufgeregt gesagt hat, was willst du noch hier? Und er hat daraufhin nur gesagt, Carissima mia, hat sich in die Wohnung reingedrückt. Wann war denn das? Vor ungefähr 6 Wochen. Seitdem haben Sie den Mann nicht mehr gesehen. Genua, Mai 1977, Urlaub mit Carlos Girotti. Wer ist denn das nun wieder? Vielleicht der Italiener. Woher haben Sie das Bild? Aus der Wohnung von der Mattes. Zwei,
5, 4, 1, 3, 8. GE. Das ist das Kennzeichen von dem Wagen. Geh nur. Ich komme gerade aus der Wohnung von der Mattis. Habe mit der Sekretärin von Dr. Cargus alles durchsucht, aber von einem Manuskript keine Spur. Jetzt wissen wir auch, was der Mann in den Tennisschuhen gesucht hat. Möglich, dass auch der Mörder ist. Die Sekretärin war ganz verzweifelt. Diese Unterlagen scheinen geheim zu sein. Ja, ja, ich weiß. Ja, brauchen Sie mich noch? Nein, danke, im Moment nicht. Ja, Heimann, erstes Kommissariat. Moment, ich verbinde. Dr. Berger. Ja, Doktor. Ja, zu Ihnen kommen. Können Sie mir das nicht am Telefon sagen? Ach so, ja. Wann passt sie denn? Gut, ich bin um 20 Uhr bei Ihnen. Was wollt ihr denn? Er will mir was Wichtiges mitteilen. Vermutlich sein Geständnis. Möglich. Damit wir auf dieser Spur nachgehen, möchte ich Sie bitten, sich mit Interpol in Verbindung zu setzen. Vielleicht ist der Name Carlos Girotti bei denen mal aufgekreuzt. Vielleicht ist er der Besitzer dieses Autos. Zumindest bestand eine enge Verbindung zwischen ihm und der Mattis. Ich blamiere mich nicht, Herr Köster, aber bitte, wie Sie wollen. Ruf mal die Bahnhofsauskunft an. Du musst heute nach Köln fahren. Was soll ich denn in Köln? Guck dir mal den Dom an. Was? Ich erkläre dir alles. Ruf doch mal an. Herr Köster, um es gleich direkt zu sagen, ich werde erpresst. Von wem? Ich weiß nicht, wer es ist. Er rief mich gestern Abend an. Er sagte, spreche ich mit dem Mörder von Frau Mattis. Ich sagte, wer sind Sie? Er fragte, wie viel ist denn mein Schweigen wert? Ich sagte, Sie sind verrückt und legte auf. Waren Sie allein, als der Anruf kam? Ja. Nach 2 Stunden rief er wieder an. Er wurde massiver und verlangte 1 Million, sonst würde er mich hochgehen lassen. Heute Mittag, kurz bevor ich Sie anrief, meldete er sich zum 3. Mal. Waren Sie da auch allein? Nein. Meine Frau war da, sie hat das Gespräch mitgehört. Er nannte mir Ort und Zeit, wo ich das Geld hinzubringen hätte. Und warnte mich noch davor, die Polizei zu verständigen. Mhm. War Ihr Sohn auch dabei? Nein. Wo ist denn der jetzt? Ausgegangen. Wer weiß oder wer kann von Ihrer Beziehung zu Frau Mattis was gewusst haben? Nur meine Frau und mein Sohn. Wir mussten es ihm sagen. Wie hat er denn da reagiert? Er hat gelacht und gesagt, wenn du sonst keine Probleme hast. Damit war der Fall für ihn erledigt. Weiß sonst noch jemand davon? Ich meine, haben Sie Freunde oder Bekannte, die davon wissen? Ich wüsste niemand. Du? Nein. Ich verstehe Sie nicht. War nur eine Frage, gnädige Frau. Die Stimme des Anrufers war Ihnen natürlich nicht bekannt. Nein, er klang wie ein Ausländer. Vielleicht ein Italiener. Kann sich natürlich auch verstellt haben. Du hast nicht gesagt. Wo sollen Sie das Geld hinbringen? Auf den Rennplatz Dagelfing. Übermorgen. Punkt 21.45 Uhr. Am Parkplatz Eingang A soll ich mit einer blau-weißen Plastiktüte, in der das Geld ist, langsam auf und ab gehen. Sonst nichts? Nein, sonst nichts. Ist denn übermorgen ein Rennen in Dagelfing? Ja, bei Flutlicht. Das hat mich gleich gewundert. Auch mich nicht. Bei dem Trubel könnte Ihnen ja leicht die Tüte aus der Hand reißen und verschwinden, ohne dass Sie ihn erkannt haben. Also bitte, was soll ich jetzt tun? Also, wenn irgendetwas Unvorhergesehenes eintritt, dann rufen Sie bitte diese Nummer an und unternehmen Sie nichts mehr ohne meine Anweisung, ja? Auch Sie, gnädige Frau. Selbstverständlich. Ich nehme an, dass dieser Erpresser, der meinen Mann als Mörder bezeichnet, möglicherweise selbst der Mörder ist. Und damit scheidet mein Mann aus dem Kreis der Mordverdächtigen wohl aus. Moment, gnädige Frau, da wäre noch etwas zu klären. Dr. Cargus hat Frau Mattis auf Ihre Empfehlung eingestellt, nachdem Sie ihm gesagt haben, dass Sie über ein Jahr kennen. Wir haben Sie gesagt, dass Sie die Dame erst 4 Monate kennen. Was stimmt denn nun? Woher kennen Sie Dr. Cargus? Wollen Sie meine Frage nicht beantworten? Ich kannte Sie seit 4 Monaten. War deine Empfehlung dann nicht sehr leichtsinnig? Sie sagen es, nee, Frau. Sie wussten doch, dass Dr. Cargus eine Vertrauensperson suchte. Ich war von Ihrer Vertrauenswürdigkeit überzeugt. Außerdem wollte ich ihr helfen. Und dafür hat sie Sie belogen. Er hat Ihnen doch gesagt, dass Ihre Eltern in London leben und dort auch gestorben sind. Ja, warum? Die sind gar nicht gestorben, die leben. In Köln. Warum hat sie dich denn angelogen? Ja, das wird wohl das Geheimnis von Frau Mattis bleiben. Hat sie Ihnen gegenüber mal den Namen Carlos Girotti erwähnt? Na, wer ist das? Das wissen wir noch nicht, aber er könnte in enger Beziehung zu ihr gestanden haben. Wann soll das gewesen sein? Soweit wir wissen, seit Mai. Aber wahrscheinlich auch noch zu der Zeit, in der Sie mit ihr eine Bekanntschaft hatten. Herr Köster, Sie können die Bekanntschaft meines Mannes ruhig als das bezeichnen, was sie war. Ein Verhältnis. Gerd, was gibt's Neues?
Also ich habe mit den Eltern von Amatis gesprochen. Die erzählten, dass dieser Girotti so gut wie verlobt war mit ihrer Tochter. Aber eines Tages hat sie ihn dabei überrascht, wie er Fotos machte von Übersetzungen, die sie eingeschlossen hatte, weil sie geheim waren. Daraufhin hat sie dann Schluss gemacht mit ihm, aber er hat ihr gedroht, sie umzubringen, wenn sie auch nur ein Wort davon erzählt. Er hat ihr auch gedroht, ihren Eltern was anzutun, die damals tatsächlich in London lebten. Aus Angst hat sie dann die Eltern heimlich hierher nach Köln geschickt und in diesem Altenheim untergebracht. Sie selbst ist kurze Zeit darauf ebenfalls nach Deutschland gegangen. Ja, aber wie hat der rausgekriegt, wo sich die Mattis in Deutschland aufhält? Das habe ich die Eltern auch gefragt, aber sie konnten sich das nicht erklären. Ich habe übrigens ein Foto von ihm. Das haben sie mir gegeben. Das ist gut. Du, jetzt komm ja gleich zurück. Ich brauche dich hier, ja? Ah, Köster. Ich habe hier einen MS von Interpol Rom. Dieser Girotti ist tatsächlich bei denen schon erfasst. Ach, das freut mich aber, dass wir uns nicht blamiert haben. Naja. Geboren in Rom, von Beruf Industriekaufmann, vorbestraft wegen Betrug, Einbruch, Urkundenfälschung, wurde vor 4 Monaten wegen illegalem Aufenthalt aus England ausgewiesen. Und nun raten Sie mal, wo er jetzt ist. In München. Ordentlich gemeldet, seit 3 Monaten schon. Herr Wagner hat sich bereits von der Richtigkeit der Adresse überzeugt. Wie war sie noch? Das ist Block A, Olympiagelände, Apartment 212. Überwachung wurde bereits angeordnet. Jedenfalls steht fest, dass er die Mattis auch öfter besucht hat und dass die Hausbewohner ihn erkannt haben. An diesem Foto. Wer soll denn das sein? Das ist Herr Carlos Girotti. Wo haben Sie das Bild her? Ich hab's mitgebracht, aus Köln. Was machen Sie denn in Köln? Warum weiß ich nichts davon? Die Eltern von der Mattis wussten noch nichts vom Tod ihrer Tochter. Dann habe ich einen Heimann hingeschickt. Natürlich auch mit der Hintergrund, um sich ein bisschen was zu erfahren. Wie Sie sehen, mit Erfolg. Dieser Girotti ist zum Starnberger Yachthafen gefahren und wartet dort auf einem Boot Rubin, heißt es. Der Besitzer ist ein Dr. Cargus. Entschuldigen Sie, Emily. Ja, komm. Tut mir leid. Erst die Unterlagen, dann das Geld. Sie sind sehr misstrauisch, mein Herr. Ich bin nur vorsichtig. Es ist ja schließlich keine kleine Summe, die Sie verlangen. Ich? Ich verlange gar nichts. Mein Informant verlangt. Was verlangt er denn? Herr Dr. Cargus. Ich habe doch die Ehre mit Carlos Girotti, nicht wahr? Na, was verlangt er denn? Herr Girotti glaubt zu wissen, wo die Unterlagen sind, die in der Wohnung von Frau Mattis gestohlen worden sind. Er müsste seinem Informanten 500.000 Mark zahlen. Dann würde ich meine Unterlagen zurückbekommen. Und was verdienen Sie dabei? Ich? Mordkommission. Wie viel? Wie kommen Sie auf sowas? Ich habe das nur gemacht, um Dr. Cargus behilflich zu sein. Ach, Sie machen das nur aus Nettigkeit. Soll ich Ihnen mal sagen, wer da vor Ihnen sitzt? Das ist der Mann, der selbst die Unterlagen gestohlen hat. Und der wahrscheinlich auch Frau Mattis erschossen hat. Sie sind verrückt! Nur reden Sie doch. Irgendwas wird Ihnen schon einfallen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich rede von der Frau, mit der Sie so gut wie verlobt waren, die Sie nun nicht mehr kennen wollen. Aber sich selbst werden Sie doch kennen. Genua, Mai 1977, Urlaub mit Carlos Girotti. Den kennen Sie auch nicht? Nein. Das ist ja klar. Obwohl er im Kofferraum von Ihrem Auto war. Und dass Sie das, was hier drin ist, aus der Wohnung von Frau Mattis gestohlen haben, das leugnen Sie natürlich. Diese Pistole habe ich in Ihrem Wagen gefunden. 7,65. Mit demselben Kaliber wurde Frau Mattis getötet. Aber nicht von mir! Sie wussten, dass sie in Dr. Berger verliebt hat, als mit Ihnen aus war. Aus, weil sie schon einmal erwischt hatte, als sie Fotos von geheimen Unterlagen in London machten. 2 Tage nach dem Mord gingen sie nachts in die Wohnung, um die Dokumente zu stehlen, die sie in jener Nacht nicht gefunden haben. Sie hatten Tennisschuhe an. Wahrscheinlich die gleichen, die sie jetzt auch anhaben. Mit der Million, die sie morgen Abend in Dagelfing kassieren wollen, wird sie nur leider auch nichts. Was für eine Million? Die Sie von Dr. Berger erpressen wollen. Sie haben doch gesehen, wie er in der Mordnacht das Haus verließ. Und da kam Ihnen die Idee, ihn als Mörder zu erpressen. Hä? Ich sage überhaupt nichts mehr. Ich will einen Anwalt. Steht Ihnen zu. Wenn er lügt, hat er einen Komplizen, der für ihn das Geld abholt. Wir müssen morgen nach Dagelfing und wenn es umsonst ist, bring die Dokumente bitte zu Dr. Cargus, aber ihm persönlich. Ja. Herr Dr. Berger, hier ist Köster, bitte melden. Ja, hier Berger. Ja, ist gut, Herr Doktor, ist alles klar, ist alles umstellt. Steigen Sie jetzt aus. Heimann. Ja? Alles abbrechen. Fahr mit Dr. Berger in seine Wohnung, warte dort auf mich, ja? Klar? Ja. Gut, ich komme dann hin. Was wirst du Werner sagen, wenn er erfährt, dass das hier unser Liebesnest war, bevor es seins wurde? Was wirst du ihm sagen, wenn er erfährt, dass du ihn erpresst? Was?
Spreche ich mit dem Mörder von Frau Mattis? Du warst es, der angerufen hat. Mit verstellter Stimme angerufen hat. Ich war mir nicht ganz sicher. Aber jetzt weiß ich es. Geh nach Dackelfink. Und hol dir deine Millionen ab! Die bekomme ich von dir. Ich nehme an, dass dir mein Schweigen so viel wert ist. Ich hab dir schon mal gesagt, ich hab dich in der Hand. Mich wirst du nicht los. Ich habe Ihr Geständnis gehört, Herr Hartog. Jetzt brauche ich nur noch den Mörder. Ach, Sie sind Linkshänder. Gibt's viele. Sicher. Aber Fingerabdrücke sind unverwechselbar. Was wollen Sie damit sagen? Dass ich überzeugt bin, dass Ihre Fingerabdrücke identisch sind mit denen, die wir auf dieser Pistole gefunden haben. Sie waren es, der Dr. Berger die Pistole aus dem Auto gestohlen hat. Sie haben bei dem Mord Handschuhe getragen, aber als Sie die Pistole aus dem Auto holten, da haben Sie es in der Eile vergessen. Eine ganz miese Verdächtigung! Sie sind in diese Wohnung eingeschlichen, als Dr. Berger auch hier war. Den Schlüssel dazu hatten Sie ja, wie ich eben gehört habe. Und als Dr. Berger ging, da haben Sie Frau Mattis mit dieser Pistole erschossen. Und dann haben Sie die Pistole liegen lassen, um den Mann zu belasten, der Ihnen im Weg war. Moment! Den brauchen Sie ja jetzt nicht mehr, nicht wahr? Führen Sie den Herrn ab. Es ist möglich, dass er Sie geliebt hat. Aber noch lieber war ihm Ihr Geld. Ich glaube, jetzt müssen Sie, Ihr Mann, die Wahrheit sagen.